Okay, in dieser Folge ist verdammt viel passiert. Das letzte Mal, als mir das so vorgekommen ist, war das entweder bei ReZero, Code Geass oder Death Note. Also fangen wir an. Wenn du gedacht hast, dass Ito doch nicht gestorben ist, dann hattest du recht. Ich persönlich dachte, dass er gestorben ist, wenn man bedenkt, wie er in der letzten Folge, Ende der letzten Folge, zugerichtet wurde. Hätte ich echt nicht gedacht, dass er lebt. Aber er tut es. Mit dieser Folge macht auch der Dialog zwischen Arimura und Nono aus Folge 6 viel mehr Sinn. Denn am 1. November erklärt Nono Taku, dass sie eigentlich Senri ist. Und dass sie das Leben, die Rolle, den Körper von Nono übernommen hat, als das Erdbeben passiert ist. Und sie unter Trümmern gefunden hat und nicht wollte, dass sie stirbt. Und meinte, warum kann ich nicht an ihrer Stelle sterben? Und in dem Moment hat sie durch ihre Fähigkeit als Bigelomaniac den Körper eben von Nono übernommen. Und das Leben von ihr von dort an weitergeführt. Wir erfahren auch einige Hintergrunddetails von Senri über ihre Kindheit, dass sie sich immer schon zurückgezogen hat, weil sie einfach Angst hatte, vor den Kontakt mit anderen Leuten und wahrscheinlich nicht verletzt werden wollte. Und aus dem Grund so getan hat, als hätte sie immer allein sein wollen. Und eines Tages wurde sie von ihrer Mutter in eine Anstalt gebracht, wo mit ihr Experimente gemacht wurden. Am Anfang waren es nur psychologische Tests und sie hat dafür Süßigkeiten bekommen und ihr Vater war auch immer sehr dagegen, dass sie dorthin geht, doch ihre Mutter hat nicht darauf gehört, und ihr war es egal. Die Experimente wurden mit der Zeit immer schlimmer und schlimmer und immer verschärfter. Ihre Augen wurden offen gehalten und ihr wurden schreckliche Bilder gezeigt. Sie musste sich stundenlang Geräusche anhören und sonstige Sachen. Immer und immer wieder. Und sie hatte gehofft, dass ihr geholfen wird, dass sie jemand beobachtet und ihr jemand helfen kann. Doch es kam niemand. Doch eines Tages wollte sich die echte Nono, die echte Größe, mit ihr anfreunden. Und sie haben zusammen gespielt und einer hat Fun geübt. Eines Tages hat Nono Senri dann auch gefragt, warum sie immer so früh wecken muss. Ob sie denn auch ihrer Mutter immer helfen muss. Und Senri meinte, ja, das muss ich auch. Was natürlich völliger Schwachsinn war. Und dann kam eben der Tag des Erdbebens, wo sie zuerst ihre Mutter unter Trümmern gefunden hat. Und als sie dann hätte zurück ins Klinikum gebracht werden sollen, ist sie weggerannt und hat Nono gefunden. Dessen Rolle sie dann eben durch ihre Fähigkeit, wie schon gesagt, übernommen hat. Und Senri, die jetzt eigentlich Kürs ist, bereut es, das Zako und den anderen verheimlicht zu haben, weil sie denkt, dass dadurch so vieles passiert ist, dass dadurch Ito verletzt wurde, dass dadurch Yui umgekommen ist und das wahrscheinlich gar nicht passiert wäre, wenn sie es nicht verheimlicht hätte. Und sie möchte jetzt einfach den Mörder finden und das Ganze beenden und Ito und Yui rächen. Später im Clubraum fängt Taku dann an, das, was im Ad-Channel steht, über den neuesten Fall mit Yui zu lesen. Obwohl Arimura sagt, er soll das lieber nicht tun. Und wird darauf natürlich sauer, wenn er Sachen liest wie Yui das Püppchen und das fiktive Mädchen. Was dann aber sowohl Taku, aber auch Mio und Shinjo auffällt, ist, dass hinter den Morden wahrscheinlich Gedankenkontrolle steckt. Denn der Polizeibeamte hat die beiden, als Taku und Onoe gemeinsam in das Love Hotel gegangen ist, nicht aufgehalten, obwohl beide eine Schuluniform getragen haben. Somit musste er von dem Täter manipuliert worden sein. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass der Täter genauso Taku und Arimura und alle anderen Gigalomaniacs manipulieren wollte, genauso wie er Ito manipuliert hat, um sie dann dazu zu bringen, jemanden umzubringen. Taku bittet dann Arimura, auf Uki aufzupassen, doch Onoe will mit ihr mit. Aber Taku sagt, sie soll das nicht machen, er will sie einfach nicht mit den anderen Übermenschen in Verbindung bringen und dadurch gefährden. Daraufhin will Onoe bei Hanno übernachten, doch die lehnt gleich ab. Was voll lieb war, das fand ich voll süß. Wo ich mir denke,
Vielleicht ist Hannah Best Girl. Es sei denn, sie ist die Mörderin. Dann nicht. Aber ansonsten ist sie wahrscheinlich Best Girl. Einfach weil sie zockt und lieb ist und einfach wie sie das abgelehnt hat, so mit den Händen verschränkend. Nein, nein, will ich nicht. Gut, jetzt mal wieder zu etwas Ernsthafterem in der Folge. Taku bekommt dann einen Anruf von Shinjo und kommt sofort ins Krankenhaus. Dort will sich Ito entschuldigen für das, was er Yui angetan hat und dass er sie eigentlich gar nicht umbringen wollte. Doch Ito scheint noch immer unter Gedankenkontrolle zu sein, somit konnte er nicht alles sagen, was er sagen möchte. Aber er bringt so viel raus, wie er rausbringen kann und erzählt, dass die Manipulation bei ihm im Clubraum stattgefunden hat, wo ihm Bilder von Taku und Kurusu und all den anderen, Yui, eben alle, die in der Aoba-Klinik leben, gezeigt wurde und dass er sie alle töten soll. Als Ito darauf Angst bekommt und wegrennen will, kommt noch jemand anderer. Und als er weiter erzählen will, verliert Ito doch das Bewusstsein. Daheim angekommen, erzählt Uki Taku dann, dass Nono sich eine Stelle im Video von den New Gen-Fällen angesehen hat, blass wurde und dann plötzlich verschwunden ist. Taku sucht dann die Stelle heraus und möchte sich die ebenfalls immer und immer und immer wieder anschauen, doch merkt dann, der Ton ist so laut, das kann sich doch keiner antun. Und bemerkt, dass es nicht das Bild war, sondern der Ton, der verdächtig war. Und hat die richtige Tonstelle immer und immer wieder sich angehört, nachdem er sie gefunden hat. Daraufhin möchte er dann Nono erreichen, die aber nicht abhebt. Wahrscheinlich hat sie den wahren Mörder gefunden und ist jetzt im Weg zu ihm. Und damit endet auch diese Folge von Chaos Child. Wie fandet ihr die Folge? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und wir sehen uns beim nächsten Mal.